Herzlich willkommen zum Sonder-IVD-Minuten-Update. Ich komme gerade aus dem Bundeskanzleramt und möchte Ihnen kurz erzählen, was dort heute anlässlich des Bündnistags bezahlbarer Wohnraum passiert ist. Nach mehr als 5 Monaten intensiver Bündnisarbeit haben wir heute ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, das eine gute Grundlage darstellt, um allen derzeit widrigen Umständen zum Trotz die Weichen für langfristig mehr Wohnungsbau zu stellen. Ja, zugegeben, der ganz große Wurf ist es nicht geworden, da das Ergebnis naturgemäß auch von Zugeständnissen geprägt ist, zu denen wir alle 35 Bündnismitglieder bereit sein mussten. Aber wir haben immerhin eine Vielzahl kleiner gemeinsamer Nenner gefunden, mit denen wir uns dem Ziel von einfacherem, schnellerem und vor allem mehr Bauen nähern werden. Bei der bedarfsgerechten Angebotsausweitung kommt es auf jede Wohnung an, sei es Neubau oder Umbau, sei es sozialer Mietwohnungsbau oder Eigentumsbildung im Einfamilienhaus. Deshalb war es für uns auch so wichtig, dass die Förderung von Wohneigentum im Bündnispapier Berücksichtigung gefunden hat. Hätte man das Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser, das immerhin rund ein Drittel aller Baugenehmigungen ausmacht, außer Acht gelassen, wäre die Zielzahl von 400.000 zusätzlichen Wohnungen jährlich von vornherein illusorisch geblieben. Jetzt haben wir Maßnahmen zur Eigenkapitalergänzung, Möglichkeiten zur Stundung der Grunderwerbsteuer bei energetischer Sanierung und ein Konzept für ein Jung-kauft-alt-Förderprogramm, also eine qualifizierte Förderung von Bestandsnutzung und Sanierung in Verbindung mit Eigentumsförderung junger Familien. Außerdem sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren durch mehr Digitalisierung und Personal beschleunigt werden. Das serielle Bauen soll quasi in Serie gehen und künftig soll noch mehr als bisher derjenige den Zuschlag für ein Grundstück bekommen, der das beste Konzept hat und nicht der, der den höchsten Preis zahlt. Das Bündnis bezahlbarer Wohnraum ist ein großer Kompromiss, aber einer, mit dem man durchaus arbeiten kann. Wir werden alles daran setzen, dass sich das Bündnis auch für Ihre Unternehmungen positiv auswirkt. Doch jetzt ist erst einmal gutes Regierungshandeln gefragt, damit die 130 Maßnahmen, die wir vereinbart haben, in den Ländern und Kommunen möglichst schnell umgesetzt werden. Wir halten Sie informiert. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.